Ich bin Theresa, ich bin hier bei Brüninghoff als technische Systemplanerin und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich bin Alex, ich mache auch die Ausbildung zum technischen Systemplaner und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Wir erstellen eigentlich die Konstruktion nach Vorgaben der Statik und versuchen das halt möglichst komfortabel für die Baustelle zu konstruieren, dass die das gut aufbauen können. Ja, wir bestellen auch die Teile. Wir geben die Stücklisten ins Lager und auch die ganzen Zeichnungen in die Werkstatt. Ja, nach den Zeichnungen arbeiten dann einmal die Leute in der Werkstatt und auch auf der Baustelle. Das ist eigentlich wie so ein großer Plan, nachdem die dann das Ganze aufbauen. Wir verlegen quasi auch jede einzelne Schraube in unser Modell, die dann auch nachher, wenn sie bei uns fehlt, auch auf der Baustelle fehlen würde. Ja, das Besondere bei Brüninghoff ist, dass wir nicht nur Hallen bauen, so wie uns das oft nachgesagt wird, sondern wir bauen auch hybride Bauwerke, wie zum Beispiel Apartments oder auch Bürogebäude, die dann auch mehrgeschossig sein können.